Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded. In der letzten Folge haben wir dann mal angefangen, in den Teich hier zu gehen, der übrigens wunderschön ist, wenn man den mal so begutachtet. Wir haben schon ein bisschen was gekriegt, wir haben mittlerweile schon Flossen, wir haben schon so ein Atemzeug, wir haben sehr viel von diesen komischen Dinger da. Was ist denn das überhaupt? Das ist Algen, super, Algen haben wir en masse, würde man behaupten. Und wo soll ich den hinpacken? Guck mal, hier haben wir schon ein bisschen Platz, wir müssen noch mal gucken, dass wir irgendwie eine Kiste halt für all diese Sachen machen, aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen mit euch in diese Welt abtauchen und einfach das Ganze mal einfach genießen. So, die haben wir ja schon, auch wenn das wieder hier sehr chaotisch aussieht, das ist mir ziemlich egal. Wir müssen hier gucken, dass wir vorwärts kommen und das geht nur, indem dass wir hier Platz schaffen und dann würde ich sagen, die Rüstung, ich würde die noch nicht so schnell rausschmeißen, ne? Also ich habe die lieber dabei, als Sicherheit, falls irgendwas Größeres uns angreift, dass ich einfach tauschen kann. Ich glaube, das wäre klug. Und ja, für den Rest geht es uns ja soweit, finde ich gut, muss ich sagen, ne? Guck mal hier, habe ich hier schön aufgeräumt. Das finde ich gut. Hier noch irgendwie trockenes Gras, warum immer das herkommt, ich weiß es nicht. Und dann diesmal machen wir die Türchen hier zu. Dann gehen wir mal kurz hier an unser schönes Gerüst. Warum hast du das gemacht? Ich wollte doch nur 5 drücken. 6 soll ich drücken. Naja, das ist genau das Problem. Du hast die falsche Taste gedrückt. Naja, egal. Jetzt trinken wir hier noch ein Schlückchen und dann tauchen wir hier wieder in diese Welt ab und testen mal schön gemütlich. Oh, die haben aber richtig Speed, die Flossen. Okay. Das finde ich geil. Oh, das ist cool. Das ist wirklich, guck mal, wie gut das geht. Wo ist sie? Ach da, guck mal hier. Den töten wir wieder. Das sind ja keine irgendwie aggressive Gegner. Oh, was bist du da? Hör mal. Super. Das ist eine gute Taktik gegen die. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen vergessen zu sprechen. Warum kann ich mein Schild nicht nutzen? Ah, kann ich doch. Kann ich doch. Finde ich geil. Guck mal, kannst du auch noch einmal angreifen? Nö. Also, du bist ja aber ein Easy-Kerlchen, ne? Dann kriegst du was von mir auf die 12, wenn du nicht angreifen willst. Ich habe kein Problem damit. Ich greife dich an. Das sind ja mal Spinnen, die sind ganz nach meinem Geschmack, würde ich sagen, ne? Guck mal, die lassen einen schön in Ruhe. Das hier mit den Flossen finde ich geil. Okay, ich würde jetzt sagen, wir gehen mal... Eine Kaulquappe will ich auch töten. Will ich auch töten. Es wird jetzt alles getötet hier. Ist egal. Guck mal hier, kann ich dich töten? Ja, kann ich. Super. Und was machst du? Nichts. Okay, machen wir weiter. Oh, die schneller als ich. Super, ich hab's aber gekriegt. Ja, ich hab's. Okay, rohes Kaulquappenfleisch. Okay, super, super. Du willst auch, du willst Stress? Okay, kein Problem. Kann ich dir geben. Zack. Guck mal hier. Bam, bam, bam. Und blocken. Ha, hast gedacht, ne? Hast du gedacht, nur weil ich kurz die Deckung ablasse, dann werde ich mich hier so zu schlagen geben. Komm. Bap. Und wieder voll Spaß. Boah, du bist aber richtig schlecht, ne? Boah, die sind aber wirklich... Also bis jetzt habe ich noch keine krassen Tiere hier gesehen. Muss ich mal so sagen. Kaulquappen ist easy. Guck mal, da killen wir noch ein paar davon. Was haben wir denn hier? Außer eine Kaulquappe. Hier sind sehr viele Kaulquappen. Oh, guck mal, hier haben wir noch Dings. Na komm, dann machen wir die erstmal. Ist ja ein bisschen schade für die Kaulquappen. Weil das wird dann ein Frosch weniger. Was? Irgendwo ein Labor hier? Das finde ich gut. Okay, gucke mal gleich. Mach mal hier, ne? Super. Hör mal, das läuft ja richtig, richtig gut. Ja, guck nicht so. Guck nicht so traurig. Tut mir leid, aber ich brauche euch doch. Ich weiß auch noch nicht für was, aber ich brauche euch doch. Ne? So, muss ich mal gucken. So, nach den hier, den können wir auch noch machen. Ja, 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 ich weiß. Schwimm nicht weg. Das ist nicht schlimm. Es tut nur zweimal piekst es noch. Zweimal oder einmal. Super, guck mal. Und schon ist es vorbei. Hast nichts gespürt. War ganz easy, ne? Ja, jetzt müssen wir atmen gehen. Oh, das erste Mal, dass wir tatsächlich richtig atmen gehen, ne? Krass, 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 krass. Okay, das hier machen wir wirklich richtig Spaß, merke ich gerade. Ne? Ja, klar, wenn die Gegner sich noch nicht wehren, ist es ja gar nicht so schlimm. Moment. Wo könnte das denn sein? Ah, ich komme näher. Nein. Hier? Wo ist denn das? Was seid ihr denn für komische Vögel? Hier? Da? Oh, ja. Okay, krass. Wow, geht da rein. Geil. Ich habe ein Labor gefunden, Leute. Mega. Ja, Alter, das war mir jetzt auch mehr Zufall. Sneaky, sneaky. Was kann ich denn hier machen? Das ist Science. Hier sieht man gar nichts, ne? Guck mal da. Hier, können wir hier weiter. Hier ist wieder eine verschlossene Tür, versperrt. Super. Hier sieht man gar nichts einfach, ne? Hier sieht man so, irgendwie so ein Stängel hängt da drin. Ja, hier könnte man noch durch. Da können wir nicht rein. Okay, schade. Hätte ich gedacht, jetzt können wir hier mal richtig abgehen im Labor, aber... Nö, 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 nö.
Das ist das Fake-Labor, Leute. Hier gibt es bestimmt noch einen, weil wir haben den versunkenen Schatz noch gar nicht hier gemacht in irgendeiner Weise. Gut, das kann auch alles Mögliche sein, den versunkenen Schatz, aber... Ne? Wir haben ja Zeit. Wir gucken einfach mal. Okay, dann schwimmen wir mal in diese Richtung hier. Das wird ja bestimmt hier irgendwo was Schönes zu finden geben, ne? Komm, geh mal kurz atmen noch. Sind wir ja... Okay, da sind wir, dass ich nur weiß, so ungefähr, wo wir uns befinden. Guck mal, da kann ich nicht mal stacken. Naja, ist egal. Wir gucken das, wenn es soweit ist. Jetzt tauchen wir mal noch tiefer hinab. Jetzt gehen wir mal in den richtigen krassen Bereich. Also, weiß ich nicht. Vermute ich jetzt mal. Super. Scabby hat da auch mal kurz reagiert. Okay, hier geht es aber schon. Das ist auch richtig tief. Meine Güte, wie tief bist du denn? Ich glaube, einmal waren wir doch schon mal so tief, ne? Guck mal, da steigt ein Luftbläschen auf. Das sollen wir uns mal holen. Ja, so schön soweit hier. Aber wo ist denn der blöde Fisch? Wo ist die Koi? Hier geht's noch weiter runter. Oh, guck mal hier. Ich wollte das Luftbläschen haben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier runter zu gehen. Okay, der Teich erkundet die Tiefe. Da haben wir auf jeden Fall. Oh, ich hab ein bisschen Schiss, ne? Weil das so dunkel hier ist. Aber da sehe ich gerade hier Dings. Guck mal hier. Zack. Versunkener T-Rex. Okay, ist das Science. Wie bist du? Siehst du denn aus? Geil. Der ist ja mal fett. Der gefällt mir. Was ist denn du da? Was ist denn das? Verrotteter Stachelspeer? Cool. Pass mal auf, Leute. Ich weiß nicht, wie tief das runtergeht. Wo war denn jetzt dieses Blubberbläschen? Ah, hier. Da, ich will es. Ich kann den Rabe unter Wasser so gut hören. Okay, super. Das hätten wir. Jetzt tauchen wir noch tiefer runter. Ich will mal gucken, was hier noch ist. Hier ist doch der Grund. Also, hier muss doch noch mehr sein. Guck mal hier. Aber ich sehe nichts. Ich bräuchte Licht, ne? Licht wäre nicht schlecht. Guck mal, da geht's noch hin. Was ist das hier? Eine Schaufel? Habe ich eine Schaufel mitgenommen? Doch, hier. Da. Tausch die mal. Buddel das mal aus. Was auch, ich sehe nichts. Ihr seht leider auch nicht. Wir müssen uns Licht besorgen, ne? Also, das ist ein versunkener Knochen. Ich kann den einfach nehmen. Was mache ich denn für ein Blödsinn dort? Das ist bestimmt, weil da irgendwie noch ein Vorkommen ist, wo man buddeln kann. Guck mal, hier ist nichts. Also, das hier ist ein bisschen zu dunkel. Was ist denn das? Ah, hier kann ich die Schaufel aber nutzen. Komm, geh mal runter. Grabe, ich muss nicht. Sauerstoff. Keuschuppen! Geil. Okay, ich vermute schon wieder, es gibt eine neue Rüstung hier unter Wasser. Was aber auch Sinn machen würde, weil ich habe bis jetzt noch nichts irgendwie was gesehen, was uns irgendwie tatsächlich gut weiterbringen könnte. Komm, ich gehe mal wieder hoch. Wir brauchen Licht hier. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie sowas herstellen können. Wir müssen ja mittlerweile ja schon mehr als genug haben. Boah, guck euch das mal an hier. Das geht aber richtig ab hier. Schnell. Boah, das ist ein weiter Weg bis nach unten, ne? Guck mal, da ist unsere Station. Wir gehen wieder dorthin. Wir sollten auch direkt mal zu Burgle hingehen, weil wir haben ja mehr als genug Sachen jetzt dabei, was wir analysieren können. Oh, guck mal, hier ist so eine lila Ding sogar. Wir könnten unfassbar viel analysieren. Wir haben noch ziemlich viel zu Hause. Was ist dieses Geräusch? Das ist ein Marienkäfer, oder? Das klingt wie ein Marienkäfer, aber es ist keiner. So, pass auf. Jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt müssen wir ja ein bisschen mit den Rüstungen hier jonglieren, ne? Also dann ziehen wir vielleicht mal die gute Rüstung mal an, weil wir dürfen hier keine Probleme kriegen, ne? Das wollen wir absolut nicht, weil das möchte ich nicht. Das muss hier wie am Schnürchen sauber laufen, weil sonst geht das hier nicht. Ich habe auch das Gefühl, ey, mega geil die Folge diesmal, ne? Läuft wirklich gut. Also besser wie die letzte. Guck mal hier, den töte ich nochmal. Ich will mal so eine Falle bauen. Wo bist du da? So eine Falle bauen, für dass man die irgendwie... dauerhaft zur Verfügung haben als Ressource, weil irgendwie haben wir nicht genug, ne? Naja, Moment, mein Hund will gerade lieber. Hallo Mäuschen, was ist denn los? Och, die will auf die Couch, wir haben schon abends, ne? Ja, ich weiß noch nicht, wie viel Uhr wir haben. Moment, wir haben gerade 7:55, also finde ich noch eine perfekte Zeit, um eine Runde zu zocken mit euch. So, dann machen wir erstmal die Schuppen, weil ich will wissen, was hinter der Schuppe steckt. Ich vermute eine Rüstung, weil das ist das Einzige, was... Ja. Keuschuppen Brustplatte, Keuschuppen Helm und Keuschuppen Beinpanzer. Okay. Finde ich. Boah, das gibt aber richtig gut Hirnschmalz hier. Dann möchte ich hier diesen Knochen machen, der ist gelb. Weil, ne, man hat ja schon so ein bisschen gelernt, das ist ungewöhnlich. Ja, natürlich ist das ungewöhnlich. Knochendolch, Knochendreizack. Oh, Dreizack finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Höchstwahrscheinlich können wir das auch nur mit den Knochen herstellen, ne? Und dann haben wir hier noch. Ja, den Stachelspeer. Will ich den Stachelspeer machen oder will ich so ein Tierchen machen? Weil den Speer hätte ich ja jetzt schon, ne?
Komm, ich mach das Tierchen, das ist mir lieber. Mal gucken, was die Spinne mir bringt. Also diese Wasserspinne. Nichts. Super Wahl getroffen. Super Wahl getroffen. Ja, so kann man das machen. Okay, pass mal auf, Leute. Wir probieren mal auf Risiko zu gehen. Ich entferne mal die Quest, die wir gerade haben. Also einmal den Marienkäferjäger, den soll ich mal trotzdem mal behalten. Ach, pass auf, ich gebe die mal auf und auch den Marienkäfer, weil ich möchte gerne irgendwas haben, was mit dem Teich zu tun haben hat, ne? Also versunkener Schatz, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wie spät haben wir es denn heute schon? 16:30, okay. Ich schmeiß die mal weg und dann gucken wir, dass wir mit der Zeit die bekommen. Und dann wird das auch schon. Jetzt wäre ein zweites Labor natürlich nicht schlecht. Ich glaube, hinter der Eiche ist noch eins, ne? Super, ja, ja, genau, genau, da ist noch eins. Jetzt müssen wir mal kurz mal hier rüber. Weil dann würde ich sagen, dann würde ich gerne dorthin rennen, aber erst noch, wenn ich die anderen Sachen habe. Ne, weil ich habe ja erst, obwohl zwei Gegenstände von drei, könnte ich ja schon trotzdem analysieren. Aber wenn ich den Weg schon mache, wir müssen effizienter werden. Gut, es ist ein Game, ne? Wir müssen hier gar nichts machen. Nur Spaß haben. Aber es wäre ja schön, wenn wir die Effizienz ein bisschen ausnutzen können, dass wir nicht so lange Laufwege immer haben. Ich finde das ja schon immer so ein bisschen lästig. Und da kannst du hier noch ein kleines Schlückchen beim Vorbeigehen schlabbern. Das ist eine gute Sache. Und guck mal hier, das Essen. Vor allem das Essen, das müsste drin stehen, ne? Das sollte nicht hier draußen stehen. Aber das kannst du mal diese Seite hinstellen. Komm, setz es mal hin. Zack, öffnen. Das ist dann unser vorübergehendes Lageressen. Einfach hier schön gemütlich dahin. Das finde ich gut. Ja, hör mal, wir müssen ja ein bisschen alternieren, ne? Wir können ja nicht immer die gleichen Sachen machen. Die Fäden, die würde ich mal einfach gerne mal hier reinstellen. Auch, dass die Maschine auch mal einen Raum haben. Ihr könnt mal tatsächlich später hin diese Hütten zu, ja, Arbeitsräumen ausbauen. Das würde ich schön finden. Tatsächlich. Das wäre eine gute Idee. Ob es jetzt sinnvoll ist, wie ich sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt aufteile, glaube ich natürlich nicht, weil wir brauchen ja beispielsweise hier den Kerlchen hier zu betreiben. Die Schmiede bräuchten wir ja hier den Quarzstein, ne, für die Sachen zu schärfen. Aber das passt schon so, ne? Das ist auch wie die Smoothies, wir bräuchten die Sachen. Wir können mal überlegen, in einer der nächsten Folgen mal noch eine weitere Kiste zu bauen und dann irgendwie, ja, dass die darauf zugreifen können, ne? Das wäre ja schön. Also ich würde das schön finden. Und dann mein Schlafplatz, den möchte ich in dem Fall auch gerne nach innen verlegen. Genauso wie den Kochplatz. Das wäre schön. Das wäre schön. Ohne, dass das jetzt irgendwie zu eng hier wird. Aber wir können ja früher oder später mal eine richtig geile Festung bauen, ne? Also so, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was geht. Ich weiß auch noch nicht, was mit diesem Pilzbrocken ist. Aber kann man vorstellen, es geht besser wie das hier, ne? So, sag mal, sind wir mal ehrlich, ne? Also, dich hier hin, kann ich dich dann irgendwie schon anfeuern wieder? Kann ich dich da drauf packen? Geil, das geht ja tatsächlich. Super, burn mal durch, kann ich das essen? Hä? Er denkt immer nur ans Essen, ne? Tja, typisch ist. So ist das nun mal. Guck mal hier, die Schuppen kann ich ja mal zurücklegen. Da mache ich das noch schnell, währenddem da mal eine Runde durchbrutzelt. Ich habe keine Ahnung, wie, wo, was. Guck mal, hier blinkt es ja. Da guck mal, dass wir hier ein bisschen runterscrollen. Knochendolch, okay, versunkener Knochen, zwei Stück, das ist die Erweiterung von dem, den ich gerade habe, von Kieseldolch, ne, aber bis jetzt hatte ich noch keine Gegner, die irgendwie extrem schwierig waren, ne, deswegen, und die hier, die hätte ich jetzt gerne, definitiv, guck mal, stell mal her, eine, zu, geht nur eine, ich hätte gerne noch eine, danke, und ich hätte noch gerne eine, drei Stück ist schon ein guter Anfang, würde ich sagen, hier ist irgendwas bei der Rüstung, ah ja, die Keuschuppen, auch das geht aber, das können wir machen, perfekter Block, leichte Rüstung. Ja, im Endeffekt perfekt für unter Wasser. Muss man ja sagen. Kann man so machen, ne? Pass mal auf, Junge. Wir machen das jetzt mal so. Hier hatten wir doch noch irgendwo Gegenstände drin, die analysiert werden müssen. Gut, ja. Ich möchte... Was möchte ich denn machen? Also dich brauche ich ja nur einen mitzunehmen. Das ist ja kein Problem. Den Speer hätte ich noch. Dann hätte ich zwei Gegenstände. Pass auf, den Speer lasse ich auch einfach hier, weil es ist mir wichtiger, dass ich die Sachen, die Gegenstände analysiere. Das ist, glaube ich, ja besser. Hätte ich 1, 2, 3 dabei. 1, 2, 3 meins, ne? Dann lege ich den wieder raus und dann machen wir das mal. So sieht's aus. So sieht's aus. Nur so können wir es machen. Jo, hier ist noch die Feder. Seht ihr, ich könnte noch eine Runde machen. Ist ja Wahnsinn. Ist ja wirklich Wahnsinn hier, ne? Boah, komm, die lege ich mal dahin. Und was kann ich noch rauslegen, was ich nicht bräuchte? Ich gehe mal davon aus, den Hammer brauche ich nicht. Aber ich will immer auf Nummer sicher gehen, ne? Das ist halt wichtig. Pass auf, wo habe ich das? Ich muss noch ein bisschen mehr Ordnung in die Kisten kriegen. Aber ich dachte, ich hätte irgendwo die Fäden. Hier. Super. Die haben ja von den Spinnen. Finde ich geil. Finde ich richtig cool. Ja, perfekt. Ich will mal sagen, das ist hier like a pro, bro. Das ist super. Inventar nochmal kurz gucken. Was haben wir denn jetzt bekommen? Hier, da, gebratenes Kaulquappenfleisch. Säftig und schmackhaft. Das finde ich geil. Also Essen haben wir jetzt auch schon noch ein bisschen mehr. Schade, dass man die Dinger nicht stapeln kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen lästig, weil was macht man... Ich stelle gerade eine Spinne. Okay, wir laufen mal in diese Richtung. Das ist ja hier hinten dran. Müsste das Labor ja irgendwo sein.
Weil das möchte ich gerne mit euch abschließen, auch wenn es jetzt dunkel wird, das ist nicht so schlimm. Dann hoffen wir, dass wir mal zurückkommen, dass wir eine Runde schlafen gehen können, dass wir wieder in den Teich gehen können. Da habe ich Bock drauf. Ich finde in diesem dunklen Bereich, wo wir dort waren, wir haben ja jetzt so 3 Seelaternen. Ich nenne die jetzt einfach mal so, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, ist aber auch egal. Werden wir finden. Jetzt guck ich mal nur, die Spinne hier ist nö, finde ich gut. Dann können wir hier mal kurz drüber jumpen. Und dann gehen wir wieder hinten dran. Und ja, ist noch nicht dunkel genug, weil das Licht ist noch aus. Ich glaube, das habe ich mittlerweile gecheckt, wenn die Lichter angehen, ist es dunkel genug, um schlafen zu gehen. So, ne? Dann muss man ja so langsam lernen. Und okay, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwo hier muss das Labor ja sein. Ich glaube, das ist da hinten dran, ne? Guck mal, hier. Da ist es. Ich sehe schon. Ja, yeah, super. Ich wusste doch, dass es hier wäre. So, und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und dass wir jetzt keine Probleme kriegen mit dem Analysieren. Dass die gekoppelt sind oder so. Das ist ja halt blöd. Aber ich vermute mal, die sind alle für sich selbst, sprechen die, ne? So, die sind einzeln ansteuerbar. Yes, wunderbar. Mach das mal durch, brat das mal durch. Höchstwahrscheinlich können wir den gebratenen Kaulquappen-Dings auch da durch schießen. Okay, bisschen Hirnschmalz nur gekriegt, das ist nicht schlimm. Hier, der Next. Ja, lass mich mal. Oh, jo. Was ist denn hier? Ja, okay, dann, wenn du kämpfen willst, kein Problem. Ich mach dich tot. Das ist okay. Wenn du so unfair bist und mich von der Seite angreifst, dann greife ich dich eben von hinten von dem Zelt an. Ist okay. Du hängst fest, nicht ich. Man soll auch zwischendurch mal einfach mal das Hirn anschalten und einfach mal was Klügeres machen, ne? Aber nee, du kannst ja auch natürlich dich so benehmen. Guck's an, die sieht schon böse aus, ne? Komm hier, kriegst noch was. Zack, zack. Und Feierabend. Feierabend. So sieht's aus. Hey, hast es nicht anders verdient. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt von dem anderen bekommen haben, aber so ist das halt. Es musste reagiert werden. Schwimmende Markierung. Finde ich cool für den Teich, ja, dass ihr immer oben schwimmt, wo man das mal weiß, wo was ist, aber bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass der Teich so groß sein sollte. Also wird das schon wohl passen. So, kann man noch irgendwas machen? Nee, ich habe alles analysiert und es gibt auch nichts mehr. Ich guck mal kurz bei Hirnschmalz, was wir noch machen können, ne? Das ist ja mal cool. Ja, diese Bombe, die möchte ich unbedingt haben, aber haben wir auch noch nicht die Möglichkeit. Ja, sonst haben wir nichts. Okay. Ja, weil die dicke Spinne können wir zurzeit ja noch nicht killen. Also müssen wir das mal so einfach belassen, ne? Finde ich gut. Okay, hier rennen wir mal durch. Wir sehen alle nichts. Das ist nicht schlimm. Wir kriegen wir hin. Ach, guck mal. Seht ihr? Jetzt ist das Licht angekommen. Und wie viel Uhr haben wir? 20 Uhr. Seht ihr? Das passt. Kannst du mal bitte weiterlaufen? Wir wollen gern was sehen. So. Meine Güte. Ist ein bisschen anstrengend zwischendurch, ne? Nice and clean. Ja, das finde ich immer gut. Du hier durch. Ja, wenigstens hier so ein bisschen beleuchtet. Ich sollte mal tatsächlich öfters mal mit Fackeln rumlaufen. Aber ihr kennt mich ja. Ne? In der Dunkelheit ist man auch geschützt. Sollte man mal drüber nachdenken, ne? Ja, bei mir sollte man über vieles nachdenken, ne? Ist ja mal klug, wenn ich nachdenken würde. Ne, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Folgen läuft es besser. Ah, wir könnten zum Burger gehen. Ja, pass auf, wir ziehen nochmal kurz rüber zum Burger, einen kleinen Abstecher dorthin machen, weil dann könnten wir jetzt noch direkt eine Quest mitnehmen, ne? Das wäre klug, weil jetzt kommt ja eh da kann ich vorm Haus da schlafen. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass diese blöde Spinne wiederkommt. Aber man kann ja ein bisschen vorsichtig sein. Und ich denke mittlerweile, man sieht ja auch trotzdem noch ein bisschen was. Ist natürlich wirklich sehr, 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 sehr dunkel. Mal kurz gucken, sie ist nicht da. Schnell hier hin. Zack, zack, zack. Hier habe ich einen Schlafplatz irgendwo. Da, schlafen. Da kann man zum Burger gehen, weil jeden Tag kriegt er eine neue Quest. Das habe ich auch mittlerweile raus. Also auch wenn es irgendwie gefühlt 20 Folgen gedauert hat, bis ich das Spiel so ein bisschen verstanden habe. So ist das eben halt, ne? Manche brauchen halt ein bisschen länger. So, und da bin ich halt so und Fall in dem Fall. Ja. Kann er halt nichts dafür, ne? So ist das halt. So, jetzt gib mir mal eine neue Quest. Oder Aufgaben, wie du das hier betitelst. Im Nebel. Weißt du was? Die nehmen wir an. Weil Nebel klingt. Käfergummi? Herstellen Käfergummi. Moment, das kann ich doch herstellen. Das hat man doch irgendwann schon mal hergestellt, ne? Wie ablehnen. Nee, ich will die alle haben. Mach keinen Blödsinn. Wie viele Points habe ich überhaupt? 4800 wieder. Schon richtig heftig, was ich wieder angesammelt habe. Aber ich möchte mal gucken, ob ich diesen Gummi da herstellen kann. Ich bräuchte eine Suchleiste. Das wäre wesentlich angenehmer, ne? Pass auf. Ist das irgendwo hier? Käfergummi, da haben wir schon. Saft und eine Säuredrüse, das haben wir. Dann gehen wir nach Hause, dann stellen wir die noch her. Und dann ist das super. Finde ich gut. Er hat Hunger, er hat Durst. Das ist nicht schlimm. Wir lassen ihn einfach erstmal ein bisschen rennen, weil zu Hause haben wir alles. Ah, pass auf. Essen kann er trotzdem was, weil wir haben ja alles dabei. Ne? Guck mal, hier, den kannst du essen. Vor allem diese Dinger. Okay, man kriegt sie schnell. Man kann sie wirklich schnell farmen und man kriegt auch viel davon. Und ein bisschen kurz aufpassen. Warum ist es immer noch dunkel? Ich traue dieser Spinne nicht, ne? Okay, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie gefühlt noch buggier ist als zuvor.
Aber das könnte auch nur ein Gefühl sein, ne? Ich möchte jetzt hier das Spiel nicht schlecht machen, weil ich finde das Spiel nach wie vor ein super Spiel. Macht unfassbar Spaß. Ne? Natürlich, ich habe ein bisschen gefailt am Anfang, ne? Ich werde auch noch weiter ein bisschen failen. Aber es wird, Leute, es wird, ne? Man darf ja auch nicht vergessen, das sind zwar immer Ausreden, ne? Sage ich da selbst immer. Aber ich spiele das Spiel ja nicht so oft, ne? Das ist anderthalb Stunden die Woche. So, das muss halt auch irgendwie, muss man irgendwie Skill beweisen sagen. Ah, guck mal, hier wäre eine Drüse. Eine hätte ich gerne und das andere war nochmal, ich weiß nicht mehr, was war, ne? Hier ein Saft, aber den nimmst du einfach so raus, da krieg ich noch 500. Ah, Käfer. Okay, dann mach du einfach drei, das ist ja kein Problem, kann ich ja locker herstellen. Zwei, drei und jetzt krieg ich mir eine 500 pure Wissenschaft. Habe ich auch verdient, habe ich definitiv verdient. Hier ist noch ein Körper, den kann man da reinpacken. Ich habe viel zu viel dabei. Pass mal auf, kann ich den Bogen nicht einfach hier lassen? Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich den brauchen sollte unter Wasser. Das gibt mir direkt mal drei weitere Plätze, die frei sind. Vor allem mit den Seelaternen hier, die nehmen schon gut Platz weg. Und dann würde ich hier noch die Algen rauspacken. Boah, ich brauche unbedingt und ganz dringend eine Kiste. Guck mal, hier haben wir noch einen Gegenstand, der analysiert werden muss. Dann würde ich die Schuppen noch hier hinpacken. Die Dinger gehen mir schneller kaputt, als ich die essen kann. Ne? Das ist halt der Witz daran. Dann lasse ich die... Wisst ihr was? Wir lassen die einfach faulen. So ist es halt, ne? Guck mal, den packen wir dahin, das hier hin. Den nehme ich trotzdem mit. Die lassen wir einfach durchfaulen. Ist ein bisschen schade, aber dann können wir wieder aufs Pilzbett das drauflegen. Und das finde ich an sich gar nicht mal so schlecht. Nee? Das ist ein guter Deal, ne? Hast du gut gemacht. So, 13 kannst du stapeln. Ach stimmt, das haben wir durch die Skillung gemacht, ne? Ja, so war das. Und hier hätten wir noch die Feder. Das heißt, zwei Teile hätten wir noch mindestens zum Analysieren. Und das finde ich super. Und bis jetzt läuft's gut. Es läuft wirklich gut. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ja, noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Dann würde ich sagen, wir packen einmal wieder unsere Rüstung, die ziehen wir an. Und wir nehmen uns eine Laterne in die Offhand. Super. Okay, dann würde ich sagen, here we go, let's go. Und wir tauchen noch... Oh jo, das ist aber ein bisschen fix, Junge, ne? So schnell sollst du jetzt auch nicht machen. Okay, jetzt tauchen wir einfach mal runter. Und Durst hat er immer noch. Kann ich unter Wasser trinken? Ja, kann er. Super. Ne, ich brauche das da. Und dann tauchen wir direkt mal runter. Bis in den Graben. Wir ignorieren mal diese Spinne hier. Hier war das ja, ne? Kannst du mir noch einen Bubble geben für unterwegs? Das wär schön. Da kommt sie. Super, haben wir. Und dann können wir hier mal alles abtauchen. Vielleicht finden wir hier noch mehr Knochen, mehr Schuppen oder sonstiges. Also ich denke mal, das ist schon extra so gemacht, damit man hier so ein bisschen... Was ist das? Ja, das war nichts, das war nur ein Kratzer. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwie so ein Seeungeheuer hier um die Ecke springt, ne? Da krieg ich eine Krise. Also, ja. Guck mal hier, was haben wir hier? Ist nur Ton? Nee, möchte ich gerade nicht... Also wir lassen uns ein bisschen Zeit, aber ich muss natürlich auch auf meinen Sauerstoffgehalt achten, ne? Nicht nur den gesprochenen, sondern auch den anderen, ne? So, hier. Die buddelst du wieder aus. Geh ein bisschen tiefer. Komm, buddel. Super. Hätte ich mal zwei. Ich möchte aber direkt immer wieder auf mein Werkzeug da wechseln. Okay, hier wäre schon mal gut. 30 Sekunden hätte ich noch. Hier ist krass, ne? Pass auf, ich sollte wieder atmen gehen. Boah, der, guck mal, wie der dich anguckt so seitlich. Hör mal, da kriegst du fast eine Krise hier. Hey, ruhig dich, Junge. Also, wir müssen gucken. Also, das hier, das ist eine andere Hausnummer. Wir können mal versuchen, da nach hinten noch hinzugehen. Aber umso tiefer es hier in so eine Höhle reingeht, umso schwieriger wird es wieder, um rauszukommen. Und ich möchte ungern sterben. Kannst du mir einen Bubble da geben, bitte? Hallo, Bubble. Ah, da kommt sie, Gott sei Dank. Oh, jetzt dachte ich schon, jetzt sterbe ich hier. Ein Heldentod. Das wäre schon mal toll gewesen. Jetzt gucken wir mal auf diese Seite noch um den T-Rex rum. Das ist ja auch gut. Noch eine Schuppe. Ja, das ist gut. Ich glaube, die sind hier, damit ich die sammeln soll. Natürlich sind sie. Zwei Stück. Gönner. Oh. Du kleine Dumme da. Hör mal. Nervt doch ein anderer. Nicht mich. Komm. Bapp. Locke dich mit allem, was ich. Oh, die macht aber richtig Damage. Hau ab. Das, weil ich kein Schild habe, ne? Oh. Dann drin mal ein Smoothie. Oder zwei. Zwei. Wichtig, ganz wichtiger Call. Wo ist sie? Da. Oh, doch, ich kann sie mit dem Schwert. Da sind mehrere. Oh, Leute. Heil dich, was geht? Schnell hoch. Okay, ich merke jetzt so mittlerweile das Problem mit dem Spiel. Einer ist okay, zwei ja, drei nee. Also ich weiß gar nicht, was sind das? Was schwimmt denn da hoch? Ja, ich bin schon auf dem Weg nach oben, Kriegen wir hin. Das war ein bisschen heftig gerade. Schnell mal hier hin. Einmal kurz durchatmen. Mein lieber Gott, ey. Boah, das war heftig jetzt, ne? Egal, komm. Es reicht. Sehr geile Erfahrung. Wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Wir brauchen aber... Was heißt in der nächsten Folge? Wir machen später weiter. Ne, in der nächsten Folge. Weil wir werden das nicht mehr schaffen in diese hier.
Heftig, heftig. Aber wir sollten uns jetzt mal ein bisschen mit der Thematik noch auseinandersetzen, ob wir schon ein Rüstungsstück herstellen können. Das war wieder ein geiler Einblick jetzt hier in die Tiefsee, wo wir fast gestorben sind. Und da sieht man halt, wie wichtig diese blöden Smoothies sind. Ich komme aber jetzt hauptsächlich raus, weil ich nicht genug zu trinken mehr habe. Und ich möchte nicht da unten irgendwie verrecken. Ganz im Ernst. Ne? Das wäre wirklich nicht so cool. Nimm mal zwei, dann ist das mal geregelt. Ich muss außerdem meine Waffe reparieren. Das machen wir noch. Und ich könnte die tatsächlich mal, weil ich ja immer noch keinen zweiten Knochen gefunden habe, könnte ich mal hingehen und die aufwerten, ne? Was machst du? Du sollst einfach hier hin, Inventar, und dann dein Dings auswählen, reparieren. Super. Einen brauche ich nur dafür, das ist gut. Die anderen Rüstungsteile sehen noch soweit super aus. Nur unser Degen, ne? Der ist nicht so geil. Aber das ist nicht so schlimm. Ich kann den eh unter Wasser nicht benutzen. Dann sollte ich vielleicht mal die da aus der Hand wieder nehmen, weil die verbraucht sich ja. Und hier habe ich auch noch einen Gegenstand, was ich analysieren kann. Das ist ja Wahnsinn, was man alles hier mittlerweile analysieren kann, ne? Busa. Okay, die stellen wir alle mal dahin, super, und dann möchte ich die noch tauschen, weil die würde ich eh tauschen. Ja klar, wenn ich kein Schild habe, ist blöd. Ich wollte aber unbedingt so einen versunkenen Knochen haben, damit wir den zweiten herstellen können. Den hier, wo ist denn da nochmal? Der ist ganz unten, ne? Der ist unten, den hier. Es fehlt nur einer, können wir den direkt herstellen. Und ich glaube, der ist zehnmal besser wie den wir haben, weil ist ja eine Stufe 2 und wir wissen ja... Täuschköder? Wer will ich denn täuschen? Okay... Ein Köderbündel aus Kaulquappenfleisch, praktisch um größere Raubtiere abzulenken. Leute, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Da geht's um die Koi. Da geht's um die Koi, glaube ich. Ja, weil das ist ein Raubtier, hundertprozentig. Holy moly, das wird noch so interessant. Wie sieht's aus mit der Rüstung? Was könnte ich herstellen, was könnte ich anziehen? Wenn ich jetzt aber... Hier, einen Helm gibt es nicht, witzigerweise. Ah doch, hier. Koi-Helm, aber den will ich nicht anziehen. Oder jetzt herstellen, weil den... Ich könnte ihn zwar herstellen, aber... Ich glaube, so eher so eine Brustplatte. Das macht Sinn, weil... Ich habe ja das Teil da im Mund stecken hier. Also den Kiemenrohr hat er ja an, aber die Brustplatte habe ich dann noch das andere Teil. Dann würde ich sagen, wir machen das so. Wir erstellen uns unsere Koi-Platte, Brustplatte. Und da fehlt mir genau ein und ein... Dings. Okay, wie sieht es mit den Füßen aus? Können wir auch nicht herstellen. Okay, wie sieht es denn mit dem Helm aus? Den können wir herstellen. Das war der einzige, den wir herstellen können. Super. Nein, ich will das nicht. Nee, vielleicht später, wenn ich sie alle drei habe für Setboni. Aber guck, den Blasenhelm kriegen wir auch nicht hin, weil dafür brauchen wir 5 versunkene Knochen. Nee, viel zu krass. Ist egal. Leute, wir kümmern uns in der nächsten Folge drüber. Es hat mega, mega Spaß wieder gemacht, eine Runde für euch hier aufzunehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und mittlerweile, dass der Rhythmus auch ein bisschen besser wird, so von Agility und hier, ne, ein bisschen was erledigen. Ich finde das mega geil. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, macht's gut. Ciao mit V.